Ja, hallo zusammen, liebe Freunde. Ich mache jetzt ja mal so ein bisschen was anderes. Und zwar wurde ich von bestimmten Leuten im Teamspeak gerade eben darauf hingewiesen, dass ich, unverschämtes Glück habe in Hearthstone bei Patch auspacken. Und, naja, ne, also hiermit grüße ich schon mal Waitmite und Predator und Strawberry und einen anderen Gedöns und den ich jetzt leider namentlich vergessen habe. Also ich habe jetzt hier schon mal 43 Packs mir zusammengeholt und ich fange jetzt mal einfach an. So, fangen wir mal mit den ersten hier. Was haben wir denn da Schönes? Oh, was Seltenes, Geheimnis bewahren. Schön, ey. Jedes Mal +1/+1, wenn ein Geheimnis ausgespielt wird. Feines Ding. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ding irgendwann mal gebrauchen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber zumindest für alle Klassen spielbar. Wenigstens etwas. Episch! Oh, geil! Episch! Geschmolzener Riese kostet ein weniger für jeden Schadenspunkt, den eure Helden erlitten hat. Wie geil ist das denn? Wie schön! Kostet leider 20 Mana. Toll! Was soll man denn bitte schön haben? Kann ich nur ausspielen, wenn ich mal wieder halb tot bin. Na toll. Hier ist nix. Fieser Zuchtmeister. Kampfgeschrei. Fügt den Diener Schaden zu. Und gewöhnlich. Okay. Oh, wie schön! Gangplank! In Gold! Sport kostet einen Punkt weniger für jeden Angriffspunkt eurer Waffe. Toll, wenn ich jetzt noch eine Waffe hätte, dann wäre ich auch noch saumäßig glücklich. So irgendwie halt. Naja, was soll's. Was haben wir da noch? Eine seltene Karte. Oh, Pflege, schön. Sanitas für zu Hause, wählt aus. Halte 2 Mana-Kristall oder zieht 3 Karten. Ja, ich weiß nichts für einen Druiden. Ich habe noch gar keinen Druiden zum Zocken. Das ist total scheiße. Ach, na egal. Ja, gut, nehmen wir halt jetzt mal das nächste Teil. So. Oh, und was haben wir denn da jetzt Schönes? Hm, womit fangen wir denn an? Hm, eine normale Karte. Innere Wut. Fügt ein Diener einen Schaden zu, der Diener erhält +2 Angriff. Ah. Schön. Seltene Karte. Kaiserkoba vernichtet jeden Diener von diesem Diener, der von diesem verliebten Diener, der halt verletzt wurde, getan. Nikes. Gottesschild. Für alle Klassen auch. Okay, und hier haben wir... Wutanfall kriegt er, jawoll! Warum auch immer. Wenn er verletzt ist, verfügt dieser Diener über eine zusätzliche Fähigkeit. Ach so! Der kriegt 3 Schaden, wenn er verletzt wird. Auch nicht schlecht. Spielgestalt, Geheimnis. Wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, was beschwört ihr in Kopie desselben? Hä? Igitt! Wie geil! Das heißt, man legt dann einfach so die Karte hin und dann, wenn er dann als nächstes irgendwas Geiles, Heftiges raushämmert, dann kriegt man die gleiche Karte auch. Ist ja nett. Ja, damit kann ich leben. Dann machen wir weiter. So, gleich zumindest. So, nachdem wir jetzt ja die ersten paar schon mal ausgepackt haben, machen wir mal weiter. Ich musste mir gerade eben nochmal die Soundeinstellungen nachgucken. Irgendwie scheint da was scheiße gelaufen zu sein. Was haben wir denn hier? Ein Aasfresser für einen Jäger. Will eigentlich keiner haben. Ein Lepragnom. Ein Schildträger. Selten. Oh, selten. Massenbannung. Bringt allen feindlichen Dienern zum Schweigen. Und zieht eine Karte für einen Priester. Nett. Spiele ich nur leider nicht. Naja, wer weiß. Ich habe nachher schon sämtliche Karten wahrscheinlich zusammen, bevor ich überhaupt angefangen habe, die anderen Klassen zu haben. Was haben wir denn da Schönes? Alle Klassen, Windschorn, nichts Besonderes, Wutanfall, Windschorn und Angriff. Selten. Oh, selten, sehr schön. Für alle Klassen, Kampfschrei, vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Auch cool. Was haben wir hier? Beschwörerportal für den Hexenmeister. Jawohl, die Karte habe ich auch schon 15 Mal. Was ist das für ein Druiden? Ach, spiel ich. Kann ich dann auch noch irgendwann mal anders angucken. Tete. Hm, Erdschock, Schamane. Leider nix. Selten. Oh, selten. Schön. Was haben wir hier? Priester. Spiele ich auch nicht. Scheiße. Kann man nicht irgendwas... Golden und selten. Ja, okay, golden und selten nehme ich auch gerne. Arkangolem, Ansturm, Kampfschrei, gibt euren Gegner einen Mana... Was? Warum sollte der Gegner einen Mana-Kristall kriegen? Der Diener ist sofort angriffsbereit. Der Effekt trifft in Kraft. Ja, klar, natürlich. Aber warum sollte man denn bitte schön diese Karte spielen, damit der Gegner so einen Mana-Kristall kriegt? Warum?
Warum ist die Gold? Die müsste irgendwie Holz sein oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Verbirgt sich bei mir im Moment hier noch sämtliche Logik dahinter. Euer Diener kosten 3 mehr. Das ist genauso klasse. Die Karte ist unwahrscheinlich hart, aber dafür kostet die Diener halt mehr, wenn man sie nachher beschwört. Was für ein Scheiß. Selten. Oh, selten. Wollen wir gleich weitermachen. Kampfschrei. Jawohl. Vertauscht Angriff und Leben. Die hatten wir ja gerade eben schon mal für alle ganzen Karten erstellt. 3 Leben wieder. Oh, schön. Heilzauber habe ich bisher noch gar nicht. Für einen Krieger legt eine Waffe 2-2 an. Schön. Ich hätte sowas gerne auch für einen Magier oder irgendwie so. Kampfschrei verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere aufgeteilt wird. Selten. Oh, selten. Was haben wir hier? Ein Lichtbrunnen für einen Priester. Stellt zu Beginn eures Zuges bei einem verletzten, befreundeten 3 Charakter... Was? Charakter 3 Leben wieder her? Oh, auch nett. Gut, immer gleich die nächsten. So, was haben wir denn hier? Blutbusige wollte ich, hatte ich jetzt hier schon fast gelegt. Kampfschrei. Hält Angriff entsprechend dem Angriff eurer Waffe. Aha. Macht der Wildnis für den Druiden. Episch, ja voll für den Schurken, den ich nicht habe. Wie geil, ich freue mich so sehr. Der nächste Zauber, den ihr an diesem Zug wirkt, kostet 3 Mana weniger. Cool. Selten. Oh, schön. Für alle Klassen. Was ein Wichtelmeisterin. Fügt am Ende eures Zuges diesen Diener einen Schaden zu und beschwert einen Wichtel. Ah. Solange bis die Wichtelmeisterin sich kaputt gemacht hat oder passiert das noch einmal? Ach ja, was soll's. Ich habe schon lange keine goldene und epische mehr. Sind wir wieder Zeit. Wer ist denn damals? Ja, Hexmann, schön. Ja, kennen wir ja schon. Was ist hier für alle Klassen? Kampfgeschrei stellt 3 Leben wieder her. Auch schön, jawohl. Haben wir ja gerade eben auch gehabt. Für alle Klassen Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Cool. Halt's Maul! Selten. Na also, es geht doch. Hier, für alle Klassen Kampfschrei zieht eine Haltbarkeit von der Waffe eures Gegners ab. Nice. Und ein Moorkrabbler für auch für alle Klassen. Mit Sport. Nett. Gut. Die nächsten 5. Hatte ich irgendwie nicht gesagt, ich wollte was Goldes und Episches haben? Verstohlenheit. Ohohoho. Charakter kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, bis er Schaden verursacht. Nett. Kann man sich ja schön in den Hinterhalt halten. Oh, und der gibt zufällig, ist auch ein verstohlenes Vieh, gibt auch zufälligerweise halt nach am Ende der Runde einer zufälligen eigenen Charakter einen Lebenpunkt dazu. Auch fein. Kenne ich auch schon das Scheißteil. Selten. Oh, selten. Schön. Für einen Priester. Golden und selten. Oh, jawohl. Für einen Jäger. Scheiße. Bringt mir gar nichts. Verdammte Kacke. Was ist das hier? Adler, Ohr und Bogen erhält jedes Mal plus 1 Haltbarkeit, wenn ein eigenes Geheimnis aufgedeckt wird. Ah. Schön. Und ich habe eine andere Karte halt, wo es dann plus 3 gibt. Wenn dieses Geheimnis nicht aufgedeckt wird. Zorn. Selten. Oh, selten hier wieder. Leuchtfeuer, jawohl. Was ist das? Alle Diener, Verstohlenheit, zerstört alle, was? Feindlichen Geheimnis. Zieht eine Karte. Ah. Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, habe ich jetzt auch keinen Bock gehabt, das genauer durchzulesen. Erlösung für einen Paladin hat. Wenn einer eurer Diener stirbt, wird er mit einem Leben wiederbelebt. Cool. Kampfgeschrei fügt einem Diener einen Schaden zu und verleiht ihm plus 2 Angriff. Ah. Selten. Dunkler Wahnsinn. Übernehmen bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über einen feindlichen Diener mit maximal 3 Angriff. Ja, warum? Ja, hört sich gut an. Selten. Schön. Friedensbewahrer. Kampfgeschrei setzt Angriff des eines feindlichen Dieners auf 1. Geil! Für einen Paladin aber leider. Doof gelaufen. Todesröcheln. Ruft einen beschädigten Golem 2-1 hervor. Ah. Macht der Wildnis für den Druiden. Scheißegal. Kultmeisterin für alle Klassen. Was ist das?
zieht jedes Mal eine Karte, wenn einer eurer anderen Diener stirbt. Geil. Vernichtet einen Diener eurer eurer Gegner, zieht zwei Karten. Druide kann richtig pervers sein. Wow, legendär! Fuck yeah, der Sucher zugekriegt! Wenn ein Spieler einen Zauber wirkt, erhält der andere Spieler eine Kopie desselben auf seiner Hand. Cool! Allerdings muss man hier das Leben von dem Kerl hochpimpen, weil sonst bringt die nichts. Sie ist sonst in einer Runde wahrscheinlich weg. Selten. Was haben wir denn hier? Malergespenst. Alle Diener kosten einen mehr. Auch die eigenen. Wie schön. Geheimnisse. Wenn ein Gegner einen Diener anspielt, werden diesen 4 Schaden zugefügt. Wie geht? Blitzschlag, wo sind 3 Schaden, Überladung, 1 für den Schamane und hier noch ein Erntegolem. Den hatten wir ja gerade eben. Gut, dann packen wir mal weiter aus. Ein bisschen haben wir ja noch. Selten. Schön, dunkler Wahnsinn. Übernimmt bis zum Ende des Zuges, kennen wir schon. Ja, episch. Nochmal ein Meeresriese mit 8,8. Den habe ich die Furt ja schon mal gehabt hier. Amanie-Berserker, Wutanfall, +3, wenn Schaden krieg. Jawohl, Gottschild, keine Ahnung, mal wieder. Und was haben wir hier? Überwältigende Macht für den Hexenmeister. Verleiht einem befreundeten Diener bis zum Ende des Zuges +4/+4. Dann stirbt er auf eine schreckliche Art und Weise. Ah. Wumms! Schön! Omen der Verdammnis für den Hexenmeister. Ja, toll. Fügt einen Charakter 2 Schaden zu. Beschwört einen zufälligen Dämon, wenn er schadentödlich ist. Aha. Für alle Klassen Kampfgeschrei. Jawohl. Ruft einen Knappen herbei mit 2-2. Hexenmeister. Kampfgeschrei. Vernichtet die benachbarten Diener und verleiht ihm dessen Angriff und Leben. Ich will den Hexenmeister spielen. Dringend! Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Maul! Windzorn, jawohl, kennen wir ja schon. Greift 2-mal an. Auch nett. Ich habe schon lange keine goldene und epische mehr. Könnte eigentlich auch mal wiederkommen. Eislandse Magie, jawohl, die ist auch gut. Windzorn, jawohl, haben wir gerade eben schon. Noch ein Erntegolem und eine seltene. Was haben wir denn hier Schönes? Eure Karte auf Fähigkeit, die Leben und Wiederherstellen verursachen stattdessen 9... Ach, 9... Nun Schaden. Ich habe 9 Schaden verstanden. Wenn natürlich auch 9 Schaden. Einfach mal so. Zack, Peng, ans Maul holen. Was haben wir hier? Eine Eislanze nochmal. Und hier Frostelementar. Kampfschrei friert einen Charakter ein. Nett. Kann ich gebrauchen. Für alle kleinen Kranschreie verleiht einen Diener +2 Angriff in diesen Zug. Selten. Wählt aus. Verursacht 2 Schaden oder bringt einen Diener zum Schweigen. Ja, und den Beutehamster. Ja, wir haben ja schon ziemlich viel. Wir haben ja schon fast die Hälfte durch hier. Gedankenraub. Kopiert 2 Karten aus dem Deck eures Gegners und fügt sie eurer Hand hinzu. Kampfeswut zieht eine Karte für jeden verletzten befreundeten Charakter. Paladin wählt einen Diener aus, zieht diesen eine. Was? Zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Okay, den Blutwächter hatten wir schon. Wildgeist ruft 2 Geisterwürfe 2-3 mit Spott herbei. Überladung 2. Er merkt gerade, Schamane kann auch pervers werden. Ich habe noch nichts für Magier gekriegt und den spiele ich eigentlich. Oder eher gesagt, die Magierin. So eine Scheiße. Verhüllen. Schurke. Verleiht eurem Diener bis zu eurem nächsten Zug Verstohlenheit. Todesröcheln. Zieht eine Karte. Heiliges Feuer. Verursacht 5 Schaden. Stellt bei eurem Helden 5 Leben wieder her. Oh. Selten. Erhält jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte ausspielt. Ah. Geil! Für alle. Ich glaube,
das kann man für den Magier sehr gut benutzen, weil ich habe verdammt viele Murlocs. So, stellt euch mal vor, diese Karte kommt ins Game und dann spielt ihr mal gerade eben da, keine Ahnung, 6-7 Murlocs aus. Schön! Da kann selbst diese eine Karte verdammt widerlich werden. Selten! Jawohl, für den Echsenmeister, den ich nicht habe, Seele entziehen! Was ist das? Vernichtet einen Diener, stellt bei eurem Helden 3 Leben wieder her. Fuck yeah! Die sind nicht am Leuchten, warum leuchten die nicht? Jedes Mal, wenn ihr einen Diener herbeiruft, erhält dieser +1/+1 und diese Waffe... Oh, okay. Auch nett, ist normal. Seele des Waldes verleiht euren Diener Todesröcheln, ruft einen Trean 2-2 herbei. Ein Windzorn und ein ruheloser Unteroffizier. Kampfschrei verleiht einem Diener 2 Angriff in den Zug. Was haben wir hier? Haben wir natürlich nichts. Nochmal verhüllen. Nein, nein, nein. Oh! Da haben wir, glaube ich, gleich was Seltenes drin. Was haben wir denn hier? Kampfschrei. Da hatten wir schon mit dem Gott... Was? Verleiht einem befreundeten Diener Gottesschild. Auch geil. Jawoll! Sportfeinde müssen diesen Diener auf jeden Fall angreifen, weil er so scheiß nässlich ist. Kältekegel. Oh, schön, dass ich ihn jetzt auch habe. Friert den Diener sowie den benachbarten Diener ein und fügt ihnen einen Schaden zu. So, und was haben wir hier? Selten. Alle Klassen erhält jedes Mal +1/+1, wenn ein Geheimnis ausgespielt wird. Okay, das hatten wir schon mal. Okay, ich hatte schon seit langem nichts Goldenes und Episches mehr. Das kann man eigentlich... Wow, legendär! Fuck yeah! Wer ist das denn? Tüftelmeister Oberfunks? Kampfschrei verwandelt einen anderen zufälligen Diener in ein Teufelssaurier 5-5 oder ein Eichhörnchen 1-1. Ah. Selten. Gut, Pflege, wählt aus, erhaltet 2 Mana-Kristalle oder zieht 3 Karten. Und da oben haben wir einen Erdschock, eine Priesterin von Illun. Kampfschrei stellt bei eurem Leben 4 Leben wieder her. Oh, geil. Verleiht eurem Diener Todesröcheln, ruft einen Triant herbei, jawohl, und bringt einen Diener zum Schweigen und fügt ihm einen Schadenspunkt zu. Nein, 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 nein. Und da haben wir eine seltene haben wir dabei. Kultmeister. Golden und gewöhnlich. Oh, eine goldene und gewöhnliche Karte. Auch schön. Kampfschrei ruft einen Knappen mit 2-2 herbei. Die ist noch ein bisschen härter. Ich glaube, der andere hatte 2-3 oder 3-3. Was haben wir hier? Heldenopfer. Für ein Paladin Geheimnis. Wenn ein Feind angreift, ruft ihr einen Verteidiger 2-1 als neues Ziel herbei. Und hier haben wir einen Irrwisch. Ja, er ist einfach nur ein Irrwisch. Er hat nichts sonst. Er ist einfach vorhanden. Selten. Und hier haben wir ein Spottgottesschild. Okay, Sonnenläuferin. Schön. Mit Spott und Gottesschild. Wie fein. Oh, eine seltene. Noch eine seltene. Und der Rest ist Schrott. Und mal gucken, euer Diener kostet. Jawohl, kennen wir schon. Was ist das? Dschungelpanther mit Verstohlenheit. Oh, 4-2. Auch nett. Jetzt kommt mal rauf, das Ding. Schildträger hat auch Sport. Ich kriege jetzt richtig schöne Sportkarte. Seltene Karte, jawohl. Alle Klassen verleiht am Ende eures Zuges einen anderen zufälligen Befreundeten +1 selten. Leben. Und was haben wir hier? Friedensbewahrer, Kampfschrei, setzt den Angriff eines feindlichen Dieners auf 1. Nett. Selten. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also, komm, dann decken wir sie jetzt einfach mal komplett auf. Stille kennen wir, Priester von Elon hatten wir schon, Gedankenraub hatten wir. Was ist das? Südwehrmatrose hat Ansturm, während ihr eine Waffe angelegt habt, okay? Selten. Und hier haben wir Geist der Ahnen für einen Schamane. Verleiht einen deiner Diener Todesröcheln, ruft diesen Diener erneut herbei. Igitt! Nix! Oh! Oh, der leuchtet schön nieder! Und hier haben wir eine seltene. Gut, dann gucken wir uns erstmal die normalen an. Windzorn Appier, verrückter Bomber. Kampfschrei verursacht 3 Schaden, der zufällig auf den. Ja, okay, gut.
Buße, Geheimnis, wenn euer Gegner einen Dienerhaus spielt, wird dieses auf ein Leben verringert. E. Selten. Selten haben wir einen Friedensbewahrer. Kampfer setzt den Angriff eines feindlichen Dieners auf 1. Und... Episch. Fuck, ja, yeah, Schattengestalt für einen Priester. Ich krieg nichts für einen Magier. Eure Heldenfähigkeit wird zu verursacht 2 Schaden. Wenn euer Held bereits, was ist das, Schattengestalt angenommen hat. 3 Schaden. Ah, ich hab sowas ähnliches, glaube ich, vorhin schon mal gehabt, oder nicht? Bin mir aber nicht ganz sicher. Selten. Nickels, Nickels, Nickels und Nickels. Gut, dann gucken wir uns erstmal die Nickels an. Blitzschlag. Das verursacht 3 Schaden. Überladung 1 für den Druiden. Ihr verleiht euren Todesrüben mit den Trianten. Jawohl, tödlicher Schuss. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Und Wutanfall. Jawohl, der ist auch geil. Und hier haben wir für alle Klassen, fügt einen zufälligen Feind 1 Schaden zu, nachdem ihr einen Diener herbeigerufen habt. Ah. Ist natürlich dann auch geil, wenn man eine Karte einspielt, die dann zigtausende Viecher beschwört. Und jedes Mal wird dann ein Schadenspunkt ausgeteilt. Nix, nix, nix. Und doch. So, Stille kennen wir. Zauberbrecher, Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen und legt eine Waffe an. Selten. Und hier haben wir, er hält 2-mal Angriff, wenn ein Charakter geheilt wird. Plus 2 Angriffe, wenn ein Charakter... Ach so. Leibwächterin, die hat man ja auch schon mal gehabt. Ich hab schon seit langem nichts mehr Goldenes und Episches. Wird mal wieder Zeit hier. Mann, Mann, Mann. Alle Klassen, alle Klassen, alle Klassen. Ja, wo sieht doch gut aus. Toben. Verleiht einen verletzten Diener 3-3. Seele des Waldes verleiht einem Diener... Also, okay, das mein... Triantener Schattenflammen vernichtet einen befreundeten Diener und fügt einen feindlichen Dienern Schaden zu, der den Angriffen spricht. Okay, die Karte verstehe ich jetzt im Moment noch nicht so ganz, aber ist ja auch scheißegal. So, Nickels, selten. Uralter Baumeister Kampfschreiber lässt einen befreundeten Diener auf dem Schlachtfeld eure Hand zurückkehren. Okay, ja, den hatte ich schon. Den kennen wir schon. Verstohlenheit. Schlingendorn-Tiger. Und hier haben wir auch was mit Verstohlenheit. Rabenholz-Assassine. Hm. Schön. Wir haben nix, nix. Selten. Und selten. Da haben wir nur eine Selten, die hatte ich jetzt zu früh aufgemacht. Selten. Und jedes Mal, wenn ihr was? Violetten Lehrling 1-1 herbei, wenn ihr einen Zauber wirkt. Und das Geheimnis, wenn ein Charakter euren Held angreift, greift der stattdessen einen zufälligen anderen Charakter an. Auch cool. Erlösung. Geheimnis, euer Diener stirbt, wenn er ein Leben wiederbelebt. Okay, hatten wir schon. Die Negios sind 3 mehr. Ja, Kampfschrei hatten wir auch schon. Gut. Langsam verlässt mich hier doch langsam hier mein Kartenglück. Das nix, nix. Okay. Eine Spottkarte mal wieder. Dann haben wir hier Kampfschrei, ruft knapp ein 2-2 herbei. Jawohl, ruhelose Unteroffizier, verleiht einem Diener plus 2 Angriffe in diesem Zug. Selten. Eine seltene Karte, Geheimnis, euer Gegner in den Zauberweg, kontert ihr ihn. Oh! Geil! Schön! Episch! Den auch schon wieder? Okay, gut, den habe ich jetzt glaube ich schon 3-mal. Nix! Nix! Selten, nix und episch. Gottschild kennen wir, kennen wir, kennen wir. Okay, verursacht 2 Schaden im Kombo. Episch. Und Fernsicht zieht eine Karte. Diese Karte kostet 3 weniger für einen Schamane. Mano, gib mir doch mal ein schönes episches oder so für einen Magier. Ich krieg nie meine eigene Klasse hier. Das ist nix, 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 nix. Und selten kennen wir schon. Langsam wird's eng hier. Nix, nix. Flup, flup, flup. Was ist das? Stubengeschmiedete Axt für den Schaman. Ich will meine Waffe haben.
für einen Magier. Selten. Mann, selten Gottschild für alle Klassen. Und selten. Jawohl, er hat jedes Mal ein, wenn ein Geheimnis ausgespielt wird. Wieso ist die golden und selten? Nur weil sie ein Leben mehr hat? Ich bitte euch, kommt schon. Oder weil sie nur noch ein Mana kostet. Das kann genauso gut sein. So, hier haben wir nichts. Da haben wir was. Hier ist alles Schrott. Flammenwichtel für den Hexenmeister. Okay, ja, den hatten wir schon. Eisbarriere warten wir. Genau, ja, die hat. Habe ich schon auf jeden Fall. Hat Ansturm werden. Ja. Was haben wir hier? Der erste, den die hier einen Zug ausspielt, kostet einen weniger. Auch cool. Nur 7 Karten. Mano, ich glaube, ich muss mir nochmal 40 holen hier. Nix, 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 nix. Und Verdammniswache, Ansturm, Kampfschrei, wirft 2 zufällige Karten ab. So langsam verlässt mich aber wirklich das Glück. Es wird gar nichts mehr. Das hat wohl schon angefangen. Selten. Da ist nix. Windshorn. Kann 2-mal pro Zug angreifen. Geil! Selten! Was ist das, uralter Wächter? Kann nicht ange... Wie kann ich angreifen? Ach so! Der steht einfach nur doof rum. Oh, wie schön. Er kann nicht angreifen, aber er ist da. Was hat er dann für einen Sinn? Warum sollte man den dann beschwören, wenn man den nicht angreifen kann? Oder wenn er nicht angreifen kann? Ist ja Blödsinn. Alle Klassen. Drache kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeit gewählt. Auch nett. Nix. Selten. Oh. Kennen wir. Glaube. Ja, kennen wir. Kennen wir. Selten. Elt. +1/+1, wenn ein Geheimnis ausgespielt ist. Jawohl. Episch. Urtum von Druiden. Wählt +5 Angriff oder +5 Leben und Sport. Selten. Nix. 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 Selten. Golden und gewöhnlich. Oh ja! Legt eine Waffe 2/2 an für einen Krieger, den ich nicht habe. Ich bin so glücklich, bin ich doch Verwüster. Fügt zu Beginn eures Zuges einen zufälligen Feind 2 Schaden zu. Und Blutsegel Korsa. Kampfschrei. Zieht eine Haltbarkeit von der Waffe eures Gegners ab. Das ist schön. Das kommt sehr gut. Ich kann den anderen Leuten die Waffen nur halt total kaputt machen. Aber das war's dann auch schon. Wenn euer Gegner eine Diener ausgeschüttet wird, dessen Leben auf 1 verrichtet. Ah, okay, ja gut. Hatten wir ja schon. Was ist das? Auch wieder einer von Dschungelpanther mit Verstohlenheit. Schön. Selten. Selten jetzt hier. Beißt eure Tarnung. Verleiht einen befreundeten Diener Verstohlenheit. Kommt golden und episch. Episch. Ach, Arschloch. Leck mich doch. Spott und 3 Überladungen für einen Schaman. Danke. Ich krieg nichts für einen Magier. Jedenfalls nichts Direktes, sagen wir es mal so. Nix, 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 nix. Selten. Ja, schreckende Leere, den hatten wir ja auch schon gehabt. Ja, ich glaube, das war es jetzt hier mal so langsam. Nix, 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 nix und eine seltene. Selten. Und da haben wir... Lava-Eruption verursacht 5 Schaden. Aber auch mal wieder nur für den Schamanen, ey. Ich krieg zu viel. Nix, nix. Da ist was. 2 seltene. Selten. Was ist das denn hier? Ein Taurenkrieger. Oh cool, den hatte ich bisher noch gar nicht. Spott- und Wutanfall. Nett. Was ist das für ein Schurke? Verleiht einem befreundeten Diener Verstohlenheit? Oh. Golden und selten. Für alle Klassen jedes Mal +1/+1, wenn ihr eine Karte ausspielt. Jawohl. Selten. Gewittersturm. Ja, für einen Schamanen natürlich. Ja. An dieser Stelle sage ich doch mal danke fürs Zusehen. Seid ein bisschen neidisch. Wenn nicht...
Dann halt nicht, mir auch egal. Und ja, dann schreibt doch mal einfach in die Kommentare, wenn ihr öfters mal sowas sehen wollt, falls ich mal auf die Idee komme, nochmal irgendwas auszupacken. Und ja, bis dann.